Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode. Mit mir dem Daniel und mir dem Sebastian, hallo. Und wir haben natürlich standardmäßig, wie es Tradition ist. Keine Ahnung, was wir weitermachen sollen, aber geh mal eine Ebene tiefer. Ja, das wollte ich gerade sagen. Wir haben standardmäßig, wie es Tradition ist, wieder mal mehrere Wochen zwischen den Aufnahmen und natürlich vergessen, was wir machen wollten und waren zu faul, uns die letzte Folge mal anzugucken. Aber wir haben noch im Hinterkopf, was wir alles noch machen könnten. Ob es das ist, was wir auch machen wollten in der letzten Folge zum Schluss. Das sind vollkommen unabhängig. Ist eine völlig andere Geschichte. Was also wolltest du jetzt? Ich wollte einfach nur, dass du hier runtergehst, weil es sah für mich irgendwie aus, als wollten wir hier runter. Nein, hier sind wir hergekommen in der letzten Folge. Echt? Ja. Achso, ja, dann. Ich hätte jetzt gedacht, das macht Sinn, weil wir an einem Ausgang standen, dass es dann da weitergeht. Oder wir sind sicherheitshalber zurückgegangen. Aber es macht ja keinen Sinn. Also wir haben noch ein paar Sachen. Ich würde sagen, wie geht's denn als aller, sag mal, was du sagen wolltest? Storymäßig haben wir ja zumindest noch mal irgendwie was zu tun in diesem Kult unter der Taverne. Ja. Da müssen wir immer noch weiter und wir haben Sachen nicht gemacht in diesem Kult, um weiterzukommen. Stimmt. Falls du dich daran erinnerst. Wo war die Taverne? Die Taverne war, Moment, wo ist die Stadt? Das ist die Stadt. Taverne war im zweiten Geschoss. Haben wir uns da sogar hier Wir sind jetzt hier. Level 5. Ja, wir müssen hier zurück zum Teleporter. Haben wir denn hier einen Teleporter, wo wir gerade sind? Nee, habe ich ja gerade geguckt. Ja, aber wieso das denn? Ja, dann gehen wir wieder hoch zum Teleporter. Also wieder Ladebildschirm, Leute. Und welche Ebene sind wir denn jetzt? 6? Warte, ich glaube, da war ein Teleporter. Wir sind 5. Haben wir denn jetzt noch irgendwie Notizen zu Ebene 5? Bestimmt. Wir müssen ja auch immer noch dieses scheiß Schatzsuche mit Oliver machen. Ja. Da meine ich, habe ich irgendwo mal was gelesen, dass das irgendwo bei diesen Schlangentempel-Typen war. Nochmal so eine kleine Zwischenfrage. Sollen wir mal hier die Schweine abschlachten, dass wir das irgendwie... Nein, das gibt uns doch nur Gammelfleisch, das wir sowieso nicht aufessen. Ja, aber dann haben wir es wenigstens hinter uns. Irgendwann mal machen. Später, mal lang müssen. Später fehlt uns ein Riebchen. Ja, ja. Dann sprichst Im du Kampf gegen den Endgegner. Hätten wir das mal gemacht. Oh, jetzt Riffchen. Dann hätten wir überlebt. Ja. Okay. Links. Ach, ist eigentlich egal. Rechts. Links, rechts, geradeaus. Hat man gerade gesehen, wie der Ogre so aufgeploppt ist. Entweder komplett aufgeploppt oder die Beleuchtung ist auf ihn wirksam geworden, aber ich glaube, der ist komplett aufgepoppt. Ja, eigentlich zur Stadt Arx, damit wir direkt durch den Gang zum Vorposten kommen. Ja, genau. Hier hinten. Wie voll ist denn Gab's, unser... Also, ah, so, wir wollten sowieso noch traden. Genau. Ja, dann lass das mal zuerst... Haben wir Ringe hier für den Ringtypen rechts? Guck mal kurz, haben wir irgendwie Schmuck? Okay, die eine Fackel, die zünden wir nachher an. Ja, komm, lass dann mal, bevor wir hier links hochgehen, zum Schmied. Der war auch hier runter. In den Raum gehen wir nie wieder rein. Bei dem komischen Typ mit der Buchse. Eigentlich müssten wir mal offiziell bis Nacht warten, wenn es das überhaupt gibt. Ja, das ist sowieso so eine Sache. Wie zum Geier haben die einen ordentlichen Tag-Nacht-Rhythmus. Ja, ja, aber dann auch mal gucken. Aber warte mal, ich... Versuch eine zu öffnen, wo die hier gesteckt werden können. Genau, du schiebst dann einfach quasi da rein, dass der automatisch das einsortiert. Hey. Wollt sortieren. Die waren beide, 2860. Und ja, den vielleicht reparieren? Nein, ey, wir haben ja schon. Ja, wir wollen ja noch irgendwann mal das dicke Schwert haben. Dann nicht. Wir haben hier noch Edelsteine, die haben wir vergessen, bei uns in die Truhe wieder einzusortieren und den Diamant auch. Da gehe ich aber jetzt erstmal nicht zu uns hin.
Okay, dann haben wir. Wir haben ja jetzt keine extra. Den Schwebenzauber haben wir mit, ne? Den Schwebenzauber haben wir nicht. Wir haben aber auch einen Kommentar, glaube ich, bekommen. Haben wir nicht, hast du gerade gesagt, wir haben einen. Den haben wir mit, habe ich gesagt. Achso, ich habe einen. Schwebenzauber haben wir nicht. Wir haben einen Kommentar bekommen, der uns erzählt, wie der Schwebenzauber zu lernen ist. Ja, das können wir dann auch mal. Können wir dann auch probieren. Mhm. So, dann geht's jetzt hier zum Vorposten. Und von dort aus hatten wir eigentlich die Items, die schon auf der gegenüberliegenden Seite. Wie denn? Wir haben kein Telepathie. Ja, aber Schweben hatten wir da wahrscheinlich. Ja, auch aber wie sollen wir denn darüber schweben, wenn wir nicht auf derselben Höhe sind? Wir müssten ja auf die Zinnen hier. Ja, da kann man doch nicht drauf springen. Also ich weiß nur, dass wir letztens, als wir da standen, gesagt haben und erzählt haben, man könnte da lang schweben versuchen, dass wir da den Schwebenzauber nicht im Inventar hatten. Ja, gelernt das mag sein, nicht. Aber wir haben noch nie probiert, auf die Zinnen zu kommen, weil es, glaube ich, nicht möglich ist. Ja, das weiß ich jetzt gerade nicht, ob wir es versucht haben und nicht geklappt hat oder ob wir es einfach nur noch nicht versucht haben. Das kannst du jetzt gleich mal probieren, aber ich fürchte, da ist nichts. So. Seid ihr bereit gleich wieder für ein spontanes Aufhorchen einer komischen Soundkulisse, wenn wir jetzt gleich hier die Schwelle übertreten? War so klar. Die waren alle leer, ne? Ja, immer noch. Verrotten. Sie hier nicht mehr sauber machen. Also wir können hier, glaube ich, auf die... Nee, genau. Kommt man teilweise nicht drauf. Ich glaube, das hatten wir schon mal probiert. Hier rechts wäre vielleicht... Oder noch weiter rechts, weil es da niedriger ist, aber das macht für mich keinen Sinn. Hier oben waren noch Truhen, die wir nicht öffnen konnten. Da versuche ich mich aber jetzt auch nicht wieder dran. Nee. Da müssen wir ein bisschen mehr geskillt haben. Ich bin jetzt wieder. Was hat, wie hieß der nochmal zu sagen? Call? Nee. Der hat ja nichts mehr zu sagen. Okay, dann speichere ich mal ab. Wieder zum... Abermals in den Kult. Ja. Irgendwie so. Alles klar. Mahlzeit. Passwort wird gar nicht mal mehr abgefragt. Oh ja, ja. Genau. Die Hetnat-Kante. Ah ja. Ja, weil die Türen, die sich die offen sind, die schließen sich wieder. Nochmal einmal kurz hier oben links gucken. Da war ja eine Tür, glaube ich. Also es ist hier ganz komische Kante, ne? Ah ja, stimmt, wir hatten da ja schon vermutet. Wir brauchen wahrscheinlich irgendwie noch so eine Sinnesschärfe, die uns sagt, wo da. Ach, das wird die Öffnung irgendwo war. Wird der Schalter sein, aber. So, was haben wir hier noch verfrachtet? Naja. Das lesen wir uns nochmal durch. Das erste verschießt das zweite. Genau. Das ist nämlich das, was. Nimm das ruhig mal mit, dann. Falls wir was vergessen. Aha! Kann man eigentlich alles mitnehmen, das. Notfalls verkaufen. Geh nochmal kurz zurück. Oben links. Ach ja, das hatten wir, glaube ich, schon gesehen. Das ist. Keine Ahnung. Ja. Das gehört zur Textur. Aber wahrscheinlich gibt es einen, der. Den man vielleicht anklicken kann. Das heißt, wir sollten, wenn wir sie sehen, zumindest einmal hingehen und anklicken. So, noch einmal hier gucken. Hier ist auch noch ein Dolch, den wir verkaufen können. Ganz viel Fleisch. Aber das so. Ich nehme das mal alles. Nimm das mal mit, ja. Warte, wir können es auch alles hier erstmal auf Feuer legen. Es ist jetzt halt die Frage. Leg's mal hin und lass es braten. Wir nehmen es beim Rückweg gegebenenfalls mit, weil wir wissen nicht, was für ein Scheiß wir einsammeln. Was für ein Scheiß wir alles noch einsammeln müssen. Komm, dann lasse ich das Nudelholz auch mal hier liegen. Ja, das wird mitgebraten. Die hätten wir alle. Ja, da liegt auch noch ein Dolch in der. Zwischen den beiden. Zack. Zweifelsfall lassen wir das. Oh! Oh! Hier ist ja noch Ordnung. Perfekt. Das können wir ja. Da ist noch ein Hocker rechts neben dem Tisch. So, hier gibt es ganz viel Wasser. Ich würde sagen, wir stacken die hier auf das andere.
Ja, dann haben wir noch Brot. Können wir auch noch ein bisschen stacken? Wenn es derselbe Stack ist, ja. Der andere ist angebrochen. Nein, extra. Den Essen, also den müssten wir dann so als erstes essen quasi später. Und Wein haben wir, glaube ich, gerade gar nicht mit. Ne. Das würde ich dann auch erstmal hier liegen lassen. Das ist ein Fortschritt. Ein speicherbarer Fortschritt. So, und dann gleich haben wir ja den Golem. Was passiert, wenn wir jetzt so schnell da durch den Raum gehen, dass er mehr oder weniger beim Tracken gegen seine eigene Ja, das Raumwand musst rennt? du vollziehen. Das Okay. müssen wir jetzt schaffen. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt klug gewesen wäre, einfach schon den Spruch zu lernen. Jetzt müssen wir es nämlich anwenden. Dann mach mal Ja. Nee, komm, dreh dich um. Ja, warte ich. Was ist jetzt, wenn er kommt? Dann laden wir und machen's anders. Na komm, also. Schweben, Spruchrolle. Wie willst du direkt? Wird ja jetzt erstmal nur gelernt hier. Achso, wir haben Haben wir schon, zwei. zwei oder drei. Ja, komm, dann mach mal hier den. Hat natürlich nicht funktioniert. Nochmal. Müssen sowieso laden. Das haben wir ja letztens herausgefunden. Dann müssen wir uns irgendwie anders hinstellen. Aber dann speichere gleich nochmal direkt an der Kante. Geht es gleich genauso wie vorher? Oder gerade durch. Ist mir egal. Hauptsache schnell. Ja, so ist, glaube ich, besser. So, dann speichere ich aber auf noch einen anderen, falls die Ja. das jetzt versauen. Schweben. Schweben. Enter. Oh, Enter. Speichern, weiterleben. Ja, nee, wir haben es ja. Geh Ach an die so. Kante. Okay, also drei ist es nicht. Nee. Musst du es irgendwie lange drücken, laden? Keine Ahnung. Wir probieren es jetzt erstmal so lange aus, bis es klappt. Nach oben. Ist Jetzt da. wahrscheinlich hängt man mit seiner Hitbox in den Seilen drin oder so. Also wir haben noch die Möglichkeit mit das erste verschießt den zweiten, da war doch dieser andere Raum, wo wir glaube ich nicht Ja, weitergekommen dann gehen wir haben. da einfach gleich. Also wir können jetzt hier noch gerne einmal probieren und dann gehen wir einfach weiter. Nee. Naja. Vielleicht ein. Okay, dann gehen wir wieder zum Dings. Ja, okay. Die mache ich aber wieder zu. So. Jetzt müssen wir dahin. Und mal hier wieder zu, bitte. Warte, die kann, nee, die kann man nicht haben. Das sind dieselben Viecher, Ja. die rumbaumeln. So. Das erste verschließt. Ist da. Achso, okay, die Da, Tür. die ging auf. Ja. So, mach mal bitte. Die ging jetzt nicht auf, ne? Nee. So, mach die mal bitte zu. Okay. Ah. Jetzt kommen wir wahrscheinlich auch in der Story ein bisschen weiter. Ja, nee, ist schon, ist egal. Weiter. So. Weil ich kann mir vorstellen, das, was wir jetzt hier erleben, das hätten wir schon vor X Jahren Folgen machen müssen. Oh nein! Oh Wunder, jetzt klappt's. Ja, genau. Es ist eine siechende, wabernde Masse. Ja. Okay, aber das macht's. Warte, ich deck die Karte hier noch auf. Ist nämlich Quest
Quest. Ach, wir sind immer noch so die Meteoriten, ne? Die haben wir ja bei uns in Arx in der Truhe. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt auch noch mitnehmen müssen. Ach Gott, weiß ich auch nicht. Hier waren wir ja dann ja, schon mal, ne? Ja, alles gut. So, dann geh nochmal hin. Das ist halt die Frage, wo der Typ steht hier. Auch wieder zurückgegangen. In sein Loch. Ja. Alles klar. Ja, oh, wie dämlich. Leute, wir sind, ich weiß nicht, wie viele Minuten in der Folge drin. Und ja, wir haben jetzt, aber den benenne ich jetzt um. Ja. Waber de Schwaber. Na, das hat nicht geklappt. So, wissen wir alle, was mit gemeint ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt Kreissägen sein sollen oder so Art Wasserräder. Jetzt weiß ich nicht, wie lang mein Sprung wird. Wahrscheinlich hätte man so drüber gehen können. Okay, geh, komm. Zieh dein Schwert. Wir haben eine Chax. Die sind ja alles so grippenmäßig. Ja, das ist ja das dämlichste Platzierung der Axt. Okay, der hält es mit zwei Händen. Ja, ja. Aber der könnte es ein bisschen mehr näher an die Brust ranhalten. Ich weiß, wer ihr seid. Oh, warum ihr hier seid. Ach, das ist der Meteorit. Orbiplanax muss Zeit gehabt haben, den Noden zu kontaktieren. Ich hätte mich eher um ihn kümmern sollen. Okay. Bewahre. Eure Gegenwart beflügelt uns. Es beweist, dass wir endlich die Kraft haben, Akbar wieder zu erwecken. Stärker als je zuvor. Und was uns betrifft, mein Herz. Kannst du gleich Feuerball. Die Zeremonie später fortsetzen. Inra Nika Dum Reanima. Ja. Feuerball auch gleich gerne mal, ne? So. Kapau. Ja, ich hab gerade meine Waffe aufgeladen. Du hältst auch ein bisschen. Das war ja die dämlichste Auflade. Halt. Ich denk mal, wir können nicht fliehen, weil das Gitter unten ist beim Ausgang. Aber wir sind jetzt. Also, du bist jetzt schon halb im Arsch. Achtung, er lädt, glaube ich, auch auf. Mach von mir aus mal hier so. Feuerding. Du brauchst eine Heilung. Du brauchst Heilung. Tschüss. Scheiße, der kommt da durch. Okay, hol da Heilung, Heilung, Heilung. Ja, ich. Der kommt gleich da durchgekommen. Seite. Das Brot, das Brot. Wir können nicht rennen, wir können nicht rennen. Odi, odi, odi. Wir müssen Heilung für das nächste Mal vorbereiten. Ich weiß nicht, ob es was bringt, jetzt immer rumzurennen, weil ein bisschen. Ist was. Also, du kannst gar nicht doppelklicken oder sonst was. Nein, ich muss meine Gehrichtung ändern. Danke. Ja, das kann aber sehr lange dauern. Ich glaube, hinter den Steinsäulen ist ein Wund, dass er den hinter den Steinsäulen ist. Oh. Ne, die KI ist schon so schlau, dass er dann versucht, ja, umzugehen. Aber in der Zeit wäre es. Okay, okay. F1. So, zieh deine Waffe. Okay. Slät halt. Braucht ein bisschen zum Laden, die Axt. Zurück. Was ist das für ein Vieh, ey? Oh, du brauchst wieder was zu futtern. Ja, natürlich. Total viel Schnitzel mit und so weiter. Ah, Gott sei Dank. Warte.
Ah, okay. Anima. Seid gesegnet, Fremder. Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber ihr habt heute eine Freundin gewonnen. Yay! Akbar wird anderswo nach Nahrung Ausschau halten müssen. Das werde ich euch nicht vergessen. Das verspreche ich. Wer ist sie? Wohin flieht sie jetzt? Ja.